Hast du irgendein medizinisches Anliegen oder wolltest du mich nur ein wenig von der Arbeit abhalten? Wer ist das? Bist du wirklich ein Doktor? Ob ich ein Doktor bin? Ich zeig dir gleich mal mein Diplom von der Schlauberger-wie-dich-retten-Schule. Ich bin eine Institution in dieser Gegend. Also, brauchst du jetzt Hilfe oder was? Ja, schau mal, was bei mir nicht stimmt, Doktor. Hast du irgendwelche dieser Symptome? Erzähl mir davon. Alkohol und Camps habe ich in letzter Zeit kaum angefasst. Freut mich zu hören. Sonst noch was? Och, eigentlich ist nichts. Also schön. Doc Weathers. Na toll. Hat ja sehr viel gebracht. So, wir speichern nochmal ganz schnell. Und dann schauen wir mal, was wir dort erreichen können. Achso, doch jetzt. Schon sagen, wird er die gerade nicht ausgerüstet. Keine gewesen. So, die haben wir wieder erkundet, diese Satellitenstation. Das will ich doch gar nicht. Mann! Hier ist gerade ein bisschen was in die Luft geflogen. Au! Da hinten ist wieder der Raketenheini. Okay, den haben wir auch. Wow! Au! Das kriegt er da hinten wieder drunter. Interessantes hatte. Den haben wir auch.
Kann man den Hund auch mal... Komm hier, geht dorthin. Da. Mann, ich will den Hund... Warte da. Und los. Mach dir was Nützliches. Position halten. Na komm schon. Dann hätte ich doch besser die Minigun mitnehmen sollen. Den haben wir erledigt. Ach du Scheiße. Na toll. Wir waren recht gut dabei eigentlich. Ich weiß nicht, ob wir zwischendurch mal gespeichert haben. Nee, haben wir nicht. Dann machen wir Folgendes. Das Schöne ist wenigstens noch zu sehen, dass das nicht nur beim letzten Mal aufgrund meines Zustandes so blöd gelaufen ist, sondern weil es wirklich schwierig ist. Da hole ich mir jetzt noch die Minigun ran. Dann hoffe ich mal, dass das dann diesmal ein wenig besser läuft. Wir könnten vielleicht die Schrotflinte für die 50% plus bei Supermutanten noch ein wenig nach oben pushen. Dann haben wir da auch noch mal so ein paar mehr Vorteile. Den muss ich nicht aktivieren. Tut mir natürlich leid, dass ihr euch das jetzt zum, keine Ahnung wie vielen Male ansehen müsst. Aber es ist halt nicht einfach.
Das kann ich nicht wissen, solange ich in der Rüstung bin. Okay. Dann gehen wir so lange raus. Ah, das war der Mutantentöter. Schwerer Verschluss, abgestimmter Verschluss. Gehärteter Verschluss. Mächtiger Verschluss. Dann nehmen wir den. Was hatten wir jetzt an? Jetzt wiegt er 9,5. Wird ein bisschen schwerer. Ja, gut, okay. Dann wird das kurzer Lauf. Präzision. Ich würde schon eher für was für kürzere Distanzen nehmen. Verbesserte Präzision aus der Hüfte wäre vielleicht nicht verkehrt. Diese hohe, ja, ich glaube, das sollte auch okay sein. Kurzer Kolben. Was bringt das? Erhöhte Rückstoßdämpfung. Mhm. Das Standardmagazin. Verringert Nachladegeschwindigkeit. Hier würde die Feuerrate gerne erhöhen. Aber ich glaube, das kann ich nicht. Das Visier, verbesserte Vergrößerung, Zielfernrohr, das brauchen wir alles nicht, Magazin, Schnelllademagazin, das wäre vielleicht ganz gut, dann machen wir das mal. Minigun noch wieder auf 3 legen. Und Rinder. Dann können wir nämlich diesen Boss-Mutanten besser mit der Minigun erledigen. Und ich weiß nicht, wie viele Versuche es jetzt ist. Siebte, achte, keine Ahnung. Wenn man jetzt die letzten Mal noch mitzählt. Ich glaube aber eigentlich nicht, dass es bei uns an der Stärke unserer Waffen mangelt eigentlich. Mein Grad haben wir verloren, weil er das Auto in die Luft gejagt hat. Dahin. Warum habe ich die Waffe nicht? So.
Ja, Damage macht das auf jeden Fall super. Mein Gott, jetzt komm her, du blöde. Dass der mir vor die Nase laufen muss, dieser blöde Hund. Au. Du bist im Weg, du blöde. So. Huch! Sehen? So. Ist einer weniger. Kurz eben mal etwas nehmen, womit wir zu Kräften kommen. Das hier. Bisschen mehr Erfahrung. Eben mache. Ich weiß, ich rede gerade wieder ein bisschen weniger. F5. Dann brauchen wir nicht nochmal wieder alle neu erledigen. Die da oben. Au. Hinten sind noch zwei. Ja.
Der ist schon wieder da hinten. Warum? Weil den wollte ich damit eigentlich gar nicht. Kipp um! Okay, der ist runtergefallen. Weiß, dass es hier irgendwo noch den gibt, der immer mit den Raketen schießt. Wahrscheinlich ist der da oben, also auf dem Ding hier drauf. Ja, wir müssen ihn nur in den Nahkampf verwickeln, dann wird er mit Sicherheit nicht mehr anfangen, hier mit irgendwelchen Raketen zu schießen.